Senhor, a paz. A quantidade de luz nos deu em pouco. Só dela, meu irmão, disse que as obras da lei significa extra. Às vezes, significa vida muito aspecto. Desminual. Mas se as mãos de vista se abrirem, que vós existem nítidas de extra se abrirem, às vezes, significa o aspecto da vida nos obreiras que ocorrem, dann wurde nämlich ablegen und kurz den Boden und wechseln auf die zweite Seite und setzen hoch, tief. Und auch hier wieder, denkt sich das obere Bein als ein Gewicht, das ihr heben wollt. Und ihr hebt es mit dem Decken. Und die Bewegung vom Decken ist alles, was zählt. Noch acht. Unten drücken wir die Ferse in den Boden. Und wir gehen ganz langsam drauf, soweit es nur irgendwie geht. Und beim Unternehmen wir langsamer. Wir rühren kurz den Hintern den Boden, zweimal noch. Wir wechseln auf die erste Seite. Zwölfmal. Zwölf. Und hoch, tief, hoch. Noch acht. Und wenn es irgendwie nicht mehr geht, stellt es leicht. Bei der Unterlage ist es augenblicklich einiges leichter. Viermal noch. Zweimal noch. Und wir wechseln auf die zweite Seite für zwölf. Eins, so weit es geht, aufdrücken, achtmal noch. Immer versuchen, bis du den Boden zu dir spürst, weil da geht es einfach nicht hoch, die letzten vier. So, Leute, dann zum drüber streuen, einmal noch rechts und einmal noch links, achtmal, auf. Immer noch versuchen, wieder langsamer zu der Verbindung bewegen. Den Boden mit ganz leicht zu berühren. Noch zwei. Und ihr schaut das zweite Bein auch noch. Die letzten acht hinter dem hinteren Oberschenkel. Fest hoch. Viermal noch. Zweimal noch. Und ein letztes Mal. Und stopp zu, Leute. Jetzt die Beine und du schüttelst es kurz aus. So, jetzt kommt sie wieder der Bauch. Diesmal mit den vorderen Oberschenkel dazu. Wir werden ein bisschen diagonal an der Kreuz runterdrücken, Kopf stützen und gestreckt abwechseln. Erstes Bein, zweites Bein, jetzt folgendes. Wenn das Bein streckt, geht es dabei ein bisschen hinunter. Okay? Wenn es streckt, geht es ein bisschen tief. Und wir gehen dabei gerade hoch und ab. Abstand zwischen Kinn und Brust bleibt immer gleich. Und wir wollen uns den Oberkörper gleich. Noch vier. Noch zwei. So, jetzt nur die rechte Seite. Und wir gehen mit rechter Art an die Innenseite von der Oberschenkel. Also mit rechter, an die hinteren Art. An die Innenseite von der Oberschenkel. Das Bein geht wieder bis unten durch. Wir wechseln auf die zweite Seite. Ab. Wir machen uns wieder rund im Rücken. Viermal noch. Zweimal noch. So, jetzt wird es ein bisschen anstrengender. Zweimal noch dreimal kurz die erste Seite. Drei, zwei, eins. Drei, zwei. Nochmal die erste Seite. Drei, zwei. Einmal noch die erste Seite. Drei, wir wechseln auf die zweite Seite. Viermal mit dreimal kurz. Eins, zwei. 3, 1, 2, drückst fest das Kreuz in den Boden. Das Becken und die Lendenwirbelsäule sollen sich gar nicht bewegen während der Übung. Erste Seite 7 Mal. Und Leute, das Bein geht immer noch runter, wenn wir es ausstrecken, nicht auf. Und noch einmal 7 auf derselben Seite, 7, 6. Und das Bein ist jetzt unter dem anderen Bein. Und wir wechseln auf die zweite Seite, 7. 6. Nehmt das Bein runter. Nehmt das Bein runter. Unter das erste Bein. Einmal noch. 3. Wenn es immer geht, lasst das Bein nach oben stehen. Die Übung geht natürlich auch ohne Bein hin. Jetzt gehen wir 15 mal die erste Seite. 15. Auf. Hoch, tief, hoch, tief. Super, Leute, sehr gut. Die letzten 7. 7. 6. Und einmal noch die zweite Seite. 15. Zwei.
Zwar heute einfach mal acht mal singen, gerade vor. Erstes Bein, zweites Bein. Bitte dann bei mir und bei der Übung, vor allem bei so einer Bauchübung, wird das nicht mehr gut gehen. Zum Beispiel das Kreuz runterdrücken geht nicht mehr. Dann macht es, hört es entweder sofort auf. Der Male auf, streckt sich ganz raus. Also man kann immer einfach mal aufhören, okay? Wenn man weitermachen will, ist das Beste, man macht hier etwas leichter. Streckt sich aus und sind fertig mit der Übung. Wenn man das leichter macht, ist am besten, man nimmt hier eine der Bewegungen weg. In dem Fall zum Beispiel die Beine und macht einfach nur die halbe Übung. Das geht meistens sehr gut. So, wir werden uns jetzt einmal aufsetzen und umdrehen. Wenn wir nämlich in absehbarer Zeit auch die Fußmanschette wegnehmen. Ich habe die Klimageräte abgedreht, das war ich mir schon kalt oder so, dann geht eh alles gut. Alles bestens. So. Wir nehmen unsere Beine jetzt so vor und strecken dann das obere Bein so aus. Die Hüfte hier, das Becken ziehen wir dann so vor. Die Zehenspitze schaut leicht runter, wir machen diese vier Wochen runter mit dem vier Drehen. Wir gehen hoch, tief, hoch, tief, hoch. Also wir machen eine andere Führung, natürlich nicht die Gefühle, aber wir machen eine Führung. Das Bein ist jetzt ausgestreckt und die Ferse ist ein bisschen hinter eurem Hintern, wenn ihr so über die Schulter schaut. Sprich, was nicht passieren soll, ist, dass das so wird. Ich zeige es jetzt ganz übertrieben, okay? Ihr wollt so liegen und dann ist die Ferse hinter eurem Hintern. Das Bein ist also nach schräg nach hinten gerichtet. Jetzt halten wir oben noch dreimal kurz. Eins, zwei, drei und langsam tief. Eins, zwei, drei und langsam tief. Und solltet ihr während der Luft feststellen, ihr rutscht nach dem Becken so zurück und es dreht sich so auf, dann wird es auch nach zu Hause. Vier mal los. Drei, zwei, eins. Jetzt wird es schon recht schwer. Und wir können dann entweder gleich eine Pause machen oder ihr macht es einfach weiter. Es wird nämlich jetzt gleich automatisch leichter. Wir gehen nämlich hoch und ziehen vor. Hoch, vor, rück. Oben berühren, hoch. Vor, rück. Mit der Zehenspitze vorne den Boden berühren. Das ist gleich ein bisschen ein Check, dass das Bein in der richtigen Position ist. Weil wenn ich dann mit der Ferse runterkommt, na dann stimmt offensichtlich irgendwas nicht so ganz. Aber wenn so die Zehenspitze runterkommt, ist es perfekt. Einmal noch. So, und diese Bewegung machen wir jetzt schneller, wir bleiben oben. Und wir gehen nur noch rück und vor, zieht die Zehenspitze an und denkt euch wegschieben, wegschieben, das Knie schaut ganz ein bisschen nach oben jetzt, wegschieben. Und wir machen das achtmal noch. Acht, sieben. Und wir schütteln die seitliche Hüft- und Gesäßmuskulatur lieber nach der Seite die letzten vier. Natürlich hier auch die Hüftbeuge, die ganze Hüfte oben, zweimal noch und stopp. Nächstes Bein das andere, glaubt die Seite ein bisschen aus. So, einen kleinen Zusatz machen wir noch. Nur 16 oder vielleicht 24 Mal. Dann nehmen wir die Beine so, dass die diese vier Knie auf Bauchnabelhöhe sind und gehen jetzt so auf und runter. Und dann merkt man gleich, das ist dieselbe Stelle, die tut uns eh schon weh. Deswegen wollen wir das jetzt auch ganz lang machen. Das ist so, dass sozusagen vor der Hüfte. Das ist eh schon ganz erschöpft. Fangen wir mal an. Wir versuchen unten ganz leicht mit Fuß und Knie jetzt mal zu berühren und beim Aufgehen uns hier möglichst wenig hin zu bewegen. Nur noch zweimal. Ein letztes Mal und stoppen wir den Atem dort raus. Super, Leute, sehr gut. Da oben sind wir mal fertig auf dieser Seite. Jetzt braucht man einen Handel. Und wenn ihr so wie ich euch erst tun müsst, dann macht ihr das. Wer mit Blinkerdruck dazwischen. Jetzt trainieren wir die inneren Oberschenkel. Und dafür nehmen wir unser oberes Bein über das untere und stellen das hier ab auf der Hand. Man kann es auch ohne Hand einfach in der Luft halten.
Sinn ist, dass man nicht so liegt, sondern so. Darum geht es. Das untere Bein streckt jetzt aus, mit den Spitzen an und mit dem Boden. Alles okay? So, wir ziehen drei auf und langsam runter. Und berühren ganz kurz mit der Manschette, aber nur mit der Manschette, nicht den Fuß, den Boden. Wir machen das achtmal hoch. Und je langsamer runter geht, desto anstrengender wird die Übung, desto besser wird die Übung. Wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr das gleich merken. Je genauer ihr macht, je langsamer runter, desto schwerer wird es werden. Dreimal hoch kurz. Eins, zwei, drei. Langsam tief hoch. Eins, zwei, drei. Langsam tief und wieder. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Langsam tief, hoch, tief, hoch, tief. Viermal hoch. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Langsam tief. Drei, zwei, eins und langsam tief hoch. Drei, zwei. So, das sind die regulären Mundbeine, die wir machen. Die wir schon jetzt übergehen, wir jetzt ab. Sonst hängen wir jetzt noch mal 8 mal 7 8. Und 7. Und wir versuchen immer noch möglichst langsam tief zu gehen, sodass wir in diesem Tempo der Musik dann gerade wieder aufstarten, wenn der Beat kommt. Gerade auf geht es aus. Und jetzt haben wir noch 16 und die Mühe ist gehört. 1. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Macht diese Bewegung nicht extra klein, sondern so groß es in diesem Tempo möglich ist. Die letzten 4, 4, 3, 2 und stoppen. Wir haben es geschafft. Leute, legt die Hand weg. Setzt sich schon mal auf. Wenn wir gerade sitzen, können wir unsere Beine ausführen. Bringt es euch hoch, wenn ihr wollt. Und dann ist es jetzt natürlich eine Frage, wie geht es für das alles, diese drei Übungen, auf die zweite Seite machen müssen. Allerdings wird es so sein, dass wir so psychologisch das Gefühl haben, das ist eh schnell vorbei. Irgendwie bei der zweiten Seite hat man dann schon das Gefühl, entweder man weiß schon, was kommt, das hört auch klar, oder es ist das Wissen, dass es dann eh vorbei ist. Irgendwie bin ich bei der zweiten Seite, das sind immer irgendwie, dann zieht sie es nicht so. Okay? Auf jeden Fall, so oder so machen wir die zweite Seite natürlich genauso genau wie die erste. Unteres Bein vor, Hüfte vor, dann schaut den sechsten Fuß schon so runter, dann stellst du den Fuß noch ein bisschen zurück und wir gehen hoch und tief. Und wenn ihr so über die Schulter schaut, solltet ihr sehen, die Ferse ist also hinter und hinter. Also das Bein geht eigentlich jedes Mal schräg nach hinten, weil das wandert mit der Zeit immer weiter vor. Und wenn ihr dann runterkommt und das Bein berührt automatisch mit der Zehenspitze oder mit dem Vorfuß so innen vorne drin, dann passt alles. Wenn ihr merkt, so wieder geht die Ferse zum Boden, dann liegt sie nicht mehr wirklich so super. Okay, so wir haben oben dreimal kurz. Also das hat natürlich keinen Sinn, den Fuß zu verdrehen. Diese Position muss aus der Hüfte kommen. Also wenn ihr merkt, die Ferse geht zum Boden runter, dreht sich nicht den Fuß, sondern sich zu eurem Becken vor. Wir versuchen viermal zu schaffen. Hier geht. Hoch, tief, oben und langsam tief. Hoch, tief, oben und langsam tief. Hoch, tief, oben und langsam tief. Drei. Zwei, so wie vorher, wenn ihr hoch und vor gehen. Vor, zurück. Und zieht. Jetzt dreht sich der Fuß beim Vorziehen ein bisschen auf und trotzdem, wenn man runter geht, sind wir wieder in dieser Position. Und wir machen das viermal noch. Stellt euch vor, ihr wollt mit der Ferse dann nach hinten schieben, schwere Kiste und so wegschieben und immer wieder nach vorne kommt. Ein letztes Mal. Die letzte Runde hat man das Gefühl, es ist ein bisschen schnell, wir gehen hoch und rein jetzt oben. Und gehen nur noch rücken vor, wegschieben, wegschieben, das Knie schaut ganz leicht auf. Stellt euch diese Kiste vor, mit der Ferse nach hinten wegschieben. Und wir schaffen das locker, nur noch die letzte Acht. Sieben, seitliche Hüft- und Gesäßmuskulatur, fliegt man auf der Seite noch. Vier, noch drei, die letzten zwei, das letzte Mal. Super, Leute, und schon letztes Bein vorne runter, noch jetzt die Seite ausschauen. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch der innere Oberschenkel. Und nur kurz. Hinten haben wir schon, vorne haben wir schon. Kein Wunder, dass euch die Beine schon wehtun. Wir sind nachher mit den Beinen komplett fertig. Beine kommt dann nichts mehr. Ja, danke, das ist der Fall.
schnell, sonst ist die Pause zu kurz. So, in dieser Position beginnen wir gleich und ich. Und die kurz berühren. Und wir machen das noch 12 Mal. Schauen Sie sich, wenn nichts bewegt, wenn ihr mit der flachen Hand tief aufs Kreuz bleibt, dann spüren Sie am besten, dass sich beim Rücken nichts bewegt. Jetzt langsam runter. Und wir machen das hier 4 Mal noch. Und die letzten 2 Mal noch. Und das letzte Mal. Und Schwupp. Super Leute, ablegen. Auslockern, aber jetzt wirklich in der Oberschenkel, Hand nach der Wäsche bei der Hand. Und wir gehen hoch. Und ihr wollt jetzt wieder gleich aufziehen, wenn wir unbedingt bremsen. Achtung jetzt das hintere Bein hoch. In der Oberschenkel genauso. Und mit der Manschette den Boden rühren, versucht es mit dem Fuß gar nicht am Boden aufzukommen. Zumindest so oft es geht. Am Anfang geht es vielleicht nicht immer, vielleicht geht es auch nur sehr weh, sehr selten. Je öfter das versucht, wenn ihr immer wieder dran denkt, desto besser gelingt euch das. Jetzt halt mal oben einmal kurz. Das Bein bleibt dadurch durchgehend auf Spannung. Und dadurch wird dieselbe Übung in derselben Zeit gleich um einiges mehr. Es ist natürlich wesentlich anstrengender, aber es ist dieselbe Zeit und dieselbe Übung. 4 Mal noch. 3, 2, 1. Ein wichtiger Teil, dass solche Übungen wirken, ist, dass die Muskulatur längere Zeit durchgehend auf Spannung bleibt. Wenn das ständig unterbrochen ist, dann wirkt das einfach nicht so gut. Und wir machen noch 4, das haben wir noch nicht gezählt. 3 mal noch, haben wir schon zu viel? Ja. Dann machen wir schnell 7, 8 und wir gehen hoch. Und hoch, 2 mal noch. So, und jetzt halten wir noch 16 und kurz, soweit es geht, macht es ganz genau. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Nicht schneller werden, sondern größer werden. Okay, wenn es gut geht, macht es die Bewegung größer. 4, 3, 2 mal mehr sofort den Unterschied, legt es ab und legt die Hand weg. Super Leute, sehr gut. Setzt euch auf, wenn wir irgendwas vergessen haben, bitte schreibt. Ich glaube, wir sind jetzt durch und hier nehmen wir die Manschette an. Bitte sicherlich den Aufwand auf, passenderweise. Und wir werden jetzt noch ein bisschen Brust, Rücken, Bauch trainieren. Da fangen wir gleich einmal an mit Brust. Das geht heute schön, da machen wir jetzt die lange auf den Rücken da. Okay? Ich denke, so mal die Musik. Wir legen jetzt längere Zeit am Rücken. Die Beine haben wir heute sehr, sehr intensiv trainiert. Und die kriegen jetzt auch ganz schön ein bisschen eine längere Pause. Wir machen jetzt diese rückenliegende Übung für die Brustmuskulatur schon nach vorne. Wo wir kreisen, Bewegungen machen, vordrücken und so weiter. Die Übung ist sehr lang, unter anderem deswegen, weil wir jederzeit ganz einfach abstellen können. Das Risiko, dass hier irgendwas passiert, wenn man niemand kann, ist eigentlich gleich null, weil wenn es niemand geht, dann bleibt man einfach kurz mal unten. Nutzt diese Möglichkeit auch, aber wenn es geht, dann macht es halt möglichst lang durch. Pausen zwischendurch sind überhaupt kein Problem, solange sie nicht ständig sind. Weil immer wenn ihr nicht mehr, wirklich nicht mehr könnt und dann eine Pause macht, dann beeinträchtigt das die Wirkung der Übung nicht. Nur wenn man Pause macht, wenn es eigentlich noch weitergehen würde, na dann wird die Übung nicht so super. Und wenn man sich die Hand so schwer nimmt, dass man praktisch ständig nur pausiert, dann ist natürlich klarerweise jetzt auch nicht wirklich toll. Und wenn das so leicht nimmt, dass man am Ende der Übung die ganze Übung nochmal machen könnte, ist es ebenso nicht ideal. Also wenn ihr während dieser Übung jetzt 2 bis 3 Pausen macht, ist es super. Eine ist auch okay, keine ist auch okay, aber am Ende muss es schrecklich schwer sein. Wir liegen am Rücken, wir können die Beine, wenn wir wollen, einfach auch strecken oder eins aufstellen, das ist aber wurscht. Wichtig die Armposition hier, nicht hier, sondern hier. Es muss nicht da sein, aber es soll nicht hier sein. Ungefähr so. Deswegen eine Schwimmbewegung. Und wenn ihr die Arme in der richtigen Position habt, dann bewegt ihr jetzt die Hand ungefähr über eurer Brust, ein bisschen über den Bauch, nicht über den Hals, eigentlich auch nicht über den Brustbein. Wir machen das 4 mal noch.
jetzt kreisen wir die zweite Richtung vom Rücken zur Seite hoch. Rückenboden lässt zusammen. Wir wollen die Ellbogen natürlich nicht komplett durchdrücken, aber sehr weit strecken, weil zur Seite hoch. Achtmal noch. Und die letzten vier. Und die letzten zwei. So, jetzt bleiben wir hier auf der Seite und halten kurz den Weg hoch. Wir werden jetzt die Beine schon mal aufstellen. Und dann wandern wir mit den Armen langsam immer näher zum Brustkorb. Und jetzt kommt der Teil, wo man jederzeit einfach unten die Arme abstellen kann. Okay, jetzt gehen wir vor und durch. Schaut euch die Übung nur an, die ist gar nicht so einfach. Man muss die Arme strecken und gehen. Ungefähr parallel zum Boden, man denkt sich, man will zu den Knien. Aber wenn man die Arme dann beugt, nimmt man die Hand noch nicht zu den Schultern, sondern bleibt mit den Hand über den Ellbogen stehen. Okay? Wir versuchen das hier noch. Das ist super schwer, wir können es jederzeit einfach die Ellbogen auf die Seite runterstellen. Jetzt halten wir wieder kurz und wir gehen hoch, tief, hoch, tief. Dann wandern wir langsam wieder zu nach außen. Theoretisch könnten wir jetzt zwei Beine strecken. Jetzt wird schon ganz kurz oder schwer, Pause. Oder mit mir noch ein paar Mal hoch und tief. Ein weiterer Punkt, warum wir diese Übung so lang machen, ist, dass wir die Bewegungen immer ein bisschen ändern. So können immer wieder andere Muskeln übernehmen. Und dann geht es doch noch ein Stückchen, die letzten acht. Es geht um die Brustmuskeln, es geht um die Schultern vorne, die hinteren Oberarme, vor allem auch die Brustmuskeln. Vier, zwei. So, und jetzt für die hinteren Oberarme, wir möchten ihn einmal noch hoch, dann drehen wir uns eine Hände so, das Drücken aus dem Ellbogen herausstrecken wollen, ganz fest strecken, ein bisschen beugen, acht. Schultern vorne, bei der Struktur, die letzten auch. Vier, drei, zwei, stopp, langsam runter und dann mal hier kurz zurück hängen lassen. Dann nach dem Körper runter, auf der Rolle zur Seite legen und wir strecken uns ganz nach außen. Super, weil bis jetzt. So, oberen Rücken haben wir schon ein bisschen was kommt wie den Bauch. Dann machen wir das kurz noch. Wir haben heute viel geredet vom Einrollen. Jetzt machen wir mal eine Bauchübung, da wollen wir uns nicht ein, da werden wir uns richtig aufsetzen. Okay? Da stellen wir unsere Beine ein bisschen breiter, ein bisschen weiter weg vom Körper. Dann denkt euch, ihr zieht euch hier an ein Seil, ihr macht euch ganz rot und so ziehen wir uns ganz auf. Dann loben sie, machen uns groß und dann machen wir uns wieder hoch und lassen uns am Seil so wieder runter. Okay? Und dann ziehen wir uns wieder hoch, oben strecken wir uns kurz. Dann machen wir uns wieder hoch und lassen uns langsam wieder runter. Okay, macht es mal jeder, jeder für sich in eigenem Tempo. Solltet ihr auch jetzt feststellen, es funktioniert bei mir nicht. Zum Beispiel, es heben immer die Füße ab, was natürlich jetzt nicht sein sollte. Dann kann man sich bei dieser Übung zum Beispiel mit dem Theraband helfen. Wenn man das zum Beispiel so nehmen würde und sich dann das einfach hochzieht, vielleicht jetzt auf der Seite besser. Okay, also so zum Beispiel. Wichtig ist, dass ihr beim Runter und beim Aufgehen euch immer ganz rund macht und erst oben den Rücken schleppt. Wenn das sehr gut geht, könnt ihr die Übung schneller machen. Wenn es nicht so gut geht, macht es einfach nass. Okay? Wenn irgendwas super schmerzt und dunkel ist, bitte bitte es mich jetzt. Wenn die Füße dann abheben über öfter, dann hat man einfach nicht mehr die Kraft, da geht es wieder, dann macht es auch aus. Versucht es noch 5 bis 8 Mal. Und das ist jetzt eine Übung, wo man sich ganz einfach so aufsetzt, wo man auch das Becken mitlegt und mit den Hüftbeugern arbeitet. Das ist jetzt weniger eine Bauchübung, das ist mehr eine Bewegung, nämlich aufsetzen. Man übt aufsetzen, man trainiert alle Muskeln, die man fürs Aufsetzen braucht. Den Bauch, aber auch noch einige andere Muskeln. Super Leute, sehr gut, streckt sich ganz lang aus, tiefer und ausatmen. Dann nehmen wir uns gleich das Theraband und nehmen es doppelt. Wir haben eine neue Übung für den Latissimus.
und für den Bau ist es ganz schön schwer, aber recht leicht zum Ausführen. Okay? So nehmen wir das her, oder? Dann nehmen wir das rein, dass es hier bei mir beim Spiel ist. Steigen wir so rein. Hängt das ungefähr so. Dann greift er mit der zweiten Hand, also diagonal, genau da, wie er das Hab ist. So, stützen den Kopf. Die Übung geht dann so, wir ziehen hier runter. Achtung, bei dieser Übung beugen wir den Arm wirklich. Wir wollen den Ellbogen fest in die Matte drücken. Schaut, dass die Matte da ist. Stellt das zweite Bein auf. Und wir ziehen den Oberkörper hoch. Dieses Bein hier ist leicht gebeugt und Achtung, ziehst das Bein nicht vor. Im Gegenteil, ziehst das Bein ein bisschen nach hinten, drückt es ein bisschen nach hinten. Und wir gehen hoch, tief, hoch. Und jetzt mit Bauch eher gerade hoch und rollt euch wieder ein. Halt mal dreimal kurz. 3, 2, 1. Dreimal berührt der Ellbogen den Boden. 3. Es gibt natürlich andere Übungen, die sehr gut sind, aber das ist
Zeit. Also wenn ich verzeihe, dann würde ich das machen. Wir gehen jetzt noch in die Ellenbogenstütze, in die Plank-Position. Weil jetzt haben wir uns bis jetzt, haben wir uns da eingerollt für den Bauch. Wir haben uns sogar ganz aufgesetzt. Und jetzt kommt genau das Gegenteil davon. Jetzt springen die Bauchmuskeln nur mit Stabilisation. Schultern über den Ellbogen, Beine strecken, etwas breit und wir halten so. Flach und breit sind wir am Boden. Und wir wollen jetzt versuchen, das Becken ja so zu machen. Also eher den Rücken flach bringen, Bauch breit, eher Becken rund machen. Und wer sich gut fühlt bei dieser Übung, kann jetzt versuchen, mit dieser Beinbewegung den unteren Bereich der Bauchmuskeln noch ein bisschen extra zu trainieren. Wenn das niemand geht, halt muss einfach stehen oder macht seine Pause zu machen. 7, 6, 5, das ist gemeint, bei jedes Mal zählen Sie 4 mal 3 bewegen. Jetzt zähle ich 4, 3, 2 und stopp. Super, kurze Pause. Das machen wir einmal noch. Und dann sind wir fertig für heute. Okay? So, Schultern über den Ellbogen, Beine steigen breiter. Wir halten einfach nur, wir bewegen gleich mit der Beinbewegung. Wir halten jetzt nur noch 30 Sekunden, dann nur noch bis gut. Es ist sehr schwer, schaut, dass ihr den